So, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Borderlands 3. Ja, ab in den Kampf. Bist du hier gerade oder was? Ja, wir müssen den Kollegen hier leider auch platt kriegen. Das Problem ist halt leider tatsächlich im Moment der Munitionsmangel. Die erste Phase geht ja. Weil ich da glaube ich sonst nicht so oft gestorben bin. Alle mit Tod bekannt. So. Hände sind die kritischen Punkte, habe ich mittlerweile festgestellt. Also schön weiter draufhauen. Ich frage mich, ob das nachher halt auch noch gilt. Wieso musst du immer da sterben, wo ich dich nicht wiederbeleben kann? Das ist doch scheiße. Was? Nein! Repariere einfach den blöden Roboter! Zahlung akzeptiert. Regische Reparatur wird eingeleitet. So, holen wir euch mal kurz weg. Die Hände ist nicht mehr als kritisch. Das ist halt ungünstig. Ebenso wie das. Ich brauche Munition. Ich hab dich vermisst, kleiner Freund. Doch zum Kotzen. Es ist einfach so viel hier los. Die Waffe ist echt langsam. Ist viel zu langsam. Na gut, das da bringt zumindest ein bisschen was. Du kriegst halt noch Schaden durch die Korrosion. Ich brauch doch einfach nur mal hier Ruhe. So. Interessiert uns mit Ultra-hohen Zinsen. Ist doch auch egal, nicht
zahlen sowieso alles zurück. Überfällige Zahlung wird allen getan. Aber ich denke, jetzt kriegen wir es hin. Was machst du denn hier? So. Hauen wir doch erstmal die Raketen hier raus. Und weiter geht's. Laufen, 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 bitte. Gut, dass du die anderen Gegner aber auch noch so ein bisschen zerlegst. Ja, komm, jetzt kriegen wir es hin. Auf den Kopf ballern. Dann haben wir's. Meine Güte, das hat einfach viel zu viel Anläufe gebraucht und viel zu lange gedauert. Bestimmt. So, noch ein bisschen der Wächtermarken. Sehr schön. Ja, meine Güte, dieser Bosskampf. Warum geht das denn, dass das alles an Zeit gekostet hat hier schon wieder?
Brauchst du Hilfe? Moxie, weißt du, ich habe mich gefragt, wieso bist du damals mit mir essen gegangen? Ich hatte Hunger. Ja, aber Jack, er war der Allerschlimmste. Schätzchen, hätte ich dich für Jack gehalten, hätte ich dich direkt beim Reinkommen abgeknallt. Also, habe ich dich kein bisschen getäuscht? Nein, kein bisschen. Alles klar, so, da haben wir dann doch noch den Moxies Heist zu Ende gebracht. Wenn ich mal gerade auf die Uhr... Ja, genau, ich glaube, wir lassen die Credits dann tatsächlich mal gerade durchlaufen für die Folge. Ja, also wie gesagt, der letzte Bosskampf war dann doch ein bisschen zu viel. Gut, nachher ging es dann so, also jetzt bei der zweiten Tour. Ich hätte mal feststellen müssen, dass ich beim ersten Mal auf die Hände und dann auf den Kopf schießen muss. Und ja, ich habe mittlerweile einfach keine Geduld mehr, Sachen mehrfach neu machen zu müssen, deswegen die entsprechenden Beschwerden jetzt in der letzten Folge. Aber ja, gut, dann wieder jetzt beim letzten Anlauf hat es geklappt. Ich ärgere mich halt nur ein bisschen über das ganze Geld, das dadurch jetzt verloren gegangen ist, aber bin auf jeden Fall mal gespannt, was wir jetzt noch alles mitnehmen können und was wir jetzt upgraden können dadurch. Auf jeden Fall hat es wie üblich eine Menge Spaß gemacht. Wie gesagt, ich liebe diesen Humor ja von den Borderlands teilen. Trifft halt genauso meinen Geschmack, von daher hat es jetzt auch Spaß gemacht, das nach all den Jahren, was heißt all den Jahren, ein Jahr, mal wieder auszugraben. Aber gut, lassen wir die Credits zu Ende laufen, gucken mal, wie viel Zeit noch ist und dann sehen wir uns eventuell nachher auf der Sanctuary dann wieder und dann kann ich noch ein paar Upgrades machen. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis gleich dann eventuell. Ansonsten bis später oder zur nächsten Folge, wenn wir dann den nächsten DLC angehen.
wanna let everybody hear me say, I don't wanna be no puppet on a string. I just wanna let everybody hear me say, string. So, ja, ich glaube, den Rest machen wir dann vielleicht später mal. Wir können noch Wächtermarken ausgeben. Das ist schön. Mehr Granatenschaden, bitte. Ja, die Dinger lohnen sich ja wirklich. Aber ja, wie gesagt, das war mir dann doch gerade ein bisschen zu viel mit dem Bosskampf hier. Ach, warte mal. Das ist jetzt alles... die Brüche gegangen, wie es aussieht. Schauen. Geld, Geld, Geld. Das ist ja das Casino, oder? Ja, doch, sieht nach Casino aus.
Ich glaube, dann plündern wir doch noch gerade einmal kurz durch. Die Frage ist, wie wir da hochkommen. Wenn ich mir das mal so anschaue. Ich glaube, ich kann das jetzt zerbrechen. So, auch wieder ein bisschen was an Loot da. Okay, da kriegen wir doch ein bisschen mehr, als ich dachte. Mittlerweile auch wieder etwas beruhigt. Also ich mich. Ich hoffe mal, dass es bei den anderen die Kämpfe nicht auch so langwierig werden. Ich meine, die anderen gingen ja. Also nachdem ich dann das mit den Dings raus hatte, mit den Trefferzonen und dem Elementarschaden. Aber ja, wie kommen wir eigentlich hier wieder raus? Na, wahrscheinlich geht es da unten irgendwo weiter. Oder? Sieht nicht so aus. Haben wir hier eine Schnellreisestation oder so? Ich glaube, ich könnte mich auch sonst noch nicht mal umbringen, um hier rauszukommen, ne? Da ist dann auch nichts. Ah. Ich bin ja vorhin schon dran vorbeigelaufen. Meine Güte. So, ja, alles zerlegt hier. Gut, dann tatsächlich zurück zum Sanctuary. Ganz 100% hatten wir jetzt nicht. Aber ja, dann werden wir hier die nächste Folge weitermachen und dann, ja, vielleicht, ich gucke mal, ob ich jetzt zwischendurch noch Upgrades kaufe oder das halt dann beim nächsten Mal am Anfang der Folge mache. Mal schauen, auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hab dich vermisst, kleiner Freund. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.